Hallo, seid gegrüßt. Ja, ich habe heute mal wieder was richtig Cooles. Jedenfalls habe ich mich mega darüber gefreut, dass mir das angeboten wurde, da das schon immer weit oben auf meiner Wunschliste hier so für mein Studio-Equipment stand. Ich habe da immer so drei Sachen ganz weit oben stehen gehabt. Das war jetzt ein Rundlicht, eine Steadicam, um mit der Kamera so schön sanft durch die Gegend zu latschen, und ein Kameraschienensystem. Yo! Das Rundlicht, das habe ich euch ja vor ein, zwei Wochen vorgestellt, und jetzt habe ich tatsächlich auch ein Kameraschienensystem bekommen, so ein Kameraslider. Und zwar ist dieser von Life of Photo. Davon hatte ich euch vor kurzem oder vor längerem auch mal so eine Lichtbox vorgestellt. Die hatte mir auch recht gut gefallen, und von daher bin ich mal gespannt, wie sich denn hier so der Slider macht. Der wird übrigens angeboten von der Viva GbR, die mir den auch hier netterweise zur Verfügung gestellt hatten. Jo, aber ich würde sagen, ich mache das nette Teil jetzt einfach mal auf und dann gucken wir mal eben rein. So, schnell hier aufgerissen. Das ganze Teil bzw. die Schienen sind aus Carbon gefertigt, damit das ein bisschen leichter ist. Und die Seitenfüße sind aus Aluminium. Kommt auch in einer netten Tasche. Ansonsten ist, glaube ich, nichts drin. In einer netten Tasche, wie ich gerade sehe. Hier steht es auch nochmal live auf Foto. Gepolstert. Ja, die Seitenteile scheinen etwas dicker gepolstert zu sein. So sieht das Ganze aus. Oben Tragegriff. Wupp. Und hier hinten ist auch noch so ein Schulterteil drauf mit sehr dezentem Schulterpolster. Also im Grunde gar nicht gepolstert. Ist einfach nur so ein Stoffbezug hier drumherum. Und wenn man es jetzt so in Seite packt, ist es natürlich blöde, weil es so flach hängt. Und von daher, es wird wohl eher für den Rücken gedacht sein. Dann sieht das so aus. Ja. So, ansonsten gibt es hier, glaube ich, nicht viel zu zeigen. Wie gesagt, eine ganz einfache Nylontasche. Der Boden ist nicht so gepolstert, aber die Seiten scheinen gepolstert zu sein. Hier haben wir ein kleines Täschchen. Aufgemacht. Da findet sich nichts drin. So schaut es aus. Und da viel mehr nicht zu sehen gibt oder zu zeigen gibt, mache ich auch hier mal den Reißverschluss auf. Aber wie machen wir es denn am besten so? Hier. Ich habe übrigens die 1 Meter Variante. Jo, das Ganze bzw. dieses Gestänge hier, dieser Slider von Life of Photo, wird in 4 Varianten angeboten: in 60 cm, 80, 100 und 120 cm. Ich, wie erwähnt, habe davon die 100 cm Variante. Die kostet, glaube ich, im Moment so 82 Euro. Ansonsten liegen diese 4 Varianten zwischen, weiß nicht, 65, 67 und 90 Euro. Müssen wir mal gucken. Ich verlinke das wie immer. So, kurz noch mal eben die Tasche, bevor wir weiter gucken. Also hier, wie gesagt, an den Seitenteilen ist wirklich eine dicke Polsterung drin. Ich würde mal sagen, so 5 mm oder so. 5 bis 6 mm, keine Ahnung. Ist jedenfalls dicker gepolstert auf der Boden. Dann haben wir hier noch mal eine Tasche. Haben wir da. Da ist was drin. Imbusschlüssel haben wir hier drin. Das ist sehr schön. Ich tue mal lieber wieder rein, bevor ich sie verschlamm. Und ansonsten das Gestänge. Ah, das muss ich natürlich auch noch erwähnen. Hier ist so ein Kugelkopf drin, in diesem genoppelten. Der ist normalerweise nicht dabei. Also das Set sieht normalerweise so aus. Wir haben hier nur dieses Gestänge drin, mit diesen Klettverschlüssen feste gemacht. Dieser Kugelkopf, den muss man sich extra kaufen. Das Problem ist nämlich, dass der Slider hier mit einem 3/8-Gewinde daherkommt, und dieses passt natürlich nicht auf die normalen Kameras und Camcorder. Von daher muss man sich schon Adapter zulegen, beziehungsweise eben einen netten Kugelkopf. Am besten ist, man holt sich direkt einen großen Kugelkopf mit entsprechenden Schwenkarmgriff. Da kann man auch noch schöne Kamerafahrten, also mit Drehungen, machen. Hier ist jetzt ein einfacher Kugelkopf. Da war die Viva GbR so nett, dass die mir den auch noch dazu packen, damit ich ein bisschen experimentieren kann. Der liegt, glaube ich, beziehungsweise der ist von Vesselent, hier steht es drauf, und liegt so in der Preisklasse, ich glaube, 20 Euro, höchstens 30 Euro. Verlinke ich auch, man müsste mal gucken. Also macht aber ansonsten dafür, dass er eigentlich ein recht preiswertes Modell ist, auch einen sehr guten Eindruck. Scheint alles auch aus Aluminium zu sein. Ich würde sagen, wir gucken uns den mal eben ganz kurz an. Also wir haben hier 3 Verstellrädchen. Da haben wir an den Seiten 2, dann unten 1, um hier diese Bewegungen, Drehungen zu machen. Bewegt sich auch sehr sanft. Kein Widerstand zu spüren, alles sehr gleichmäßig.
Die Kugel oben, die kratzt ein bisschen, aber okay. Die muss man ja auch nur feststellen. Oh, hier haben wir sogar eine Wasserwaage an der seitlichen Verstellschraube oder Feststellschraube. Ach, das ist die Feststellschraube für die Wechselplatte. Dann oben drauf auch nochmal eine Wasserwaage und eben die Wechselplatte selbst. Jo, die hat unten auch nochmal so einen schönen Griff. Auch sehr schön. Naja, schauen wir gleich mal weiter. So, nun aber zum Kameraslider. Jo. Ihr seht, bewegt sich hier schon sehr schön. Ich schraube mal eben kurz wieder fest. Mache den Klettverschluss auf. Holen wir raus. Man muss auch gar nicht zusammenschrauben. Alles hier feste. Tasche schon mal beiseite. Gibt nicht viel mehr zu zeigen. Wie sieht das aus? Hier an der Seite die Füße. Von unten haben wir auch nochmal Schraubgewinde. Da ist noch so eine Extraplatte. Dann können wir das so auf dem Stativ befestigen. Und auch an den Seiten haben wir hier Schraubgewinde, sodass wir das auf zwei Stative befestigen können, weil dann steht es ein bisschen stabiler. Weil wenn wir jetzt nur in der Mitte so ein Stativ machen, dann kann es natürlich schnell passieren, dass sich das hin und her wiegt, wenn da eine etwas schwerere Kamera drauf ist. Apropos schwer, das ganze Teil soll, glaube ich, 2,8 Kilo wiegen, wobei es mir jetzt gerade gar nicht mal so schwer vorkommt, und belastbar sein bis 8 Kilo. Auch der Kugelkopf hier, der soll, glaube ich, belastbar sein bis 8 Kilo. Genau. So, dann mal weiter. Oben drauf haben wir auch zwei Wasserwaagen. Ich zeige das gleich alles nochmal in einer etwas besseren Aufnahme, beziehungsweise gehen wir mit der Kamera näher ran und zeige euch das alles im Detail. Jetzt nochmal ganz schnell einen Blick drauf geworfen. Unten drunter haben wir hier diese 6 Rädchen mit Kugellager. Die Rädchen sind aus Plastik. Okay, Lockerschrauben, man sieht das so. Kann man auch nochmal hier ein bisschen verstellen. Dafür ja die Imbusschlüssel. An der Seite dann die Füßchen, auch alles aus Aluminium. Kurz hier lockern. Ich hoffe, man sieht das soweit. Ja. Lassen sich um 360 Grad drehen, also komplett rundherum. Und rasten ein. Ihr hört es ja an dem Geklicker. So, einmal. Dann haben wir hier noch die Feststellschraube und können die Füßchen etwas weiter rausdrehen. Unten diese Dreieckchen, diese zylinderförmigen Teile, die sind aus Gummi. Dann steht das auch ein bisschen stabiler. Sehr schön. Ja, so sieht das ganze Teil aus, wenn es aufgestellt ist. Wirklich nicht viel zu machen. Steht sogar jetzt gerade schon bei mir in der Waage. Hier haben wir an der Seite auch noch diese Feststellschraube. Die ist aber wirklich nur dazu da, um den Schlitten festzustellen, nicht um ihn irgendwie langsamer laufen zu lassen. Wenn man sie ein bisschen andreht, sodass es schwerer zu schieben ist, dann ruckelt er eher. Ansonsten aber sehr schön. Auch so. Auch sehr leise. Außer man schiebt ihn natürlich jetzt super schnell hin und her. So, also ihr seht, läuft echt flüssig. Sehr schön. Aber gut, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal mit der Kamera ein bisschen näher ran, zeige euch das Ganze mal im Detail und mache auch ein paar Probeaufnahmen. Ja.
Wow, ich habe einen Kameraslider, yo. Und ich muss sagen, gefällt mir richtig gut, das Teil. Ich habe gerade mal so ein paar Stündchen damit rumgespielt. Aber ist nicht so einfach zu handeln, wie ich anfänglich gedacht hatte. Zwar bewegt sich das hier super flüssig auf diesem Carbon-Gestänge. Auch das ganze Teil steht soweit recht stabil. Man darf jetzt natürlich nicht feste draufdrücken. Dann fangen die Schienen schon an, hin und her zu wackeln. Aber wenn man den jetzt mit dem Finger so bewegt, da muss man schon ganz schön genau arbeiten, beziehungsweise bedarf das einiges an Übung. Denn man ist ja doch immer wieder am Zittern, wird schneller, wird langsamer, vor allem auf so eine Strecke von einem Meter, das gleichmäßig zu bewegen. Wow, habe ich ganz schön mit zu kämpfen gehabt. Ihr habt das wahrscheinlich auch in einigen Aufnahmen bemerkt, dass es hin und wieder mal geruckelt hat. Ich habe es dann zwischenzeitlich auch mal mit Seil versucht, habe ich hier vorne dran geknotet, etwas höher gehalten und damit so hin und her die Kamera bewegt. Klappte auch bei einigen Aufnahmen recht gut, wie ich fand, aber war noch nicht so ganz perfekt. Muss mal schauen, was mir da noch einfällt, beziehungsweise was ich da noch so an Möglichkeiten finde, die einem da vielleicht helfen, dass man das Ganze bzw. die Aufnahmen noch gleichmäßiger hinbekommt. Falls da von euch jemand Tipps hat, der mehr Erfahrung hat mit so einem Kameraslider, der jetzt nicht motorbetrieben ist, so ein motorbetriebenes Teil kostet ja doch einiges mehr. So darf er diese Tipps in die Kommentare schreiben. Jo, je weiter natürlich die Objekte weg sind, also wenn ich jetzt in der Ferne Häuser und so filme, Bäume und so, dann merkt man das Ruckeln gar nicht so stark. Aber je näher die Objekte dann kommen, da sieht man dann schon, dass so kleine Ruckler drin sind. Ja. Naja, ansonsten würde ich aber sagen, habe ich soweit alles gezeigt, hoffe ich. Bis jetzt jedenfalls, bis zu diesem Punkt, muss man gucken. Wie gesagt, ich muss mich mit dem Teil auch noch ein bisschen mehr befassen. Bin auch gespannt, was ich da in nächster Zeit für Aufnahmen hinbekomme. Aber soweit jedenfalls gefällt mir das Ding richtig gut. Und ich bin happy, dass ich auch endlich einen Kameraslider habe. Jo, na gut, das jedenfalls soll es dann jetzt auch gewesen sein. Und von daher, mach's gut, bis die Tage und ciao. Ja, Mr. Cameraman. Geil.